Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Reaction. Heute schauen wir mal Fortnite Chapter 3 Season 2 Resistance Story Trailer. Also Like und ein Abo da lassen, ne? Und oh, warte, es hat schon zu früh begonnen. Schön. Ja, toll. Der Frosch. Und schauen, dass jetzt die Qualität ein bisschen kacke ist manchmal. Ich mache hier gerade nebenbei das Update, dass ich ein Video machen kann. Aber in-game wird es auch schon dann so sein, manchmal. Im Epic Games Launcher wäre es übrigens auch so. Da sind die Panzer. Ey, ich sag euch, wie es ist. Der Battle Bus wird nicht als Fahrzeug ankommen. Weil, wenn das da der reinkommt, da, schreibt einfach in die Kommentare, was ich dafür machen soll. Ey, warte mal. Ich habe was ganz vergessen. Hört man, das ist die AK. Und man, wenn man ganz genau hinhört, hört man ein Jagdgewehr schießen. So. Habt ihr es gehört? Das ist da, wo es da hinten, wo es explodiert ist, da hat man das vom Jagdgewehr gehört. Also es kann sein, dass das Jagdgewehr auch reinkommt. Chapter 3 Season 4. Was für Chapter 30, Chapter 2 Season 4. Da war das auch so ein Ding, wo von Galactus zerstört war, wo die Startinsel war. Das war noch Zeit, ne? Normales Battle Royale. Ja, der Idiot gegen The Walk. Oh, oh. Was macht die da? C4. Nee. Dieses Ding wird so nerven, wenn es als Waffe rankommt, ne? Epic Games bitte nicht. Es wird so nerven, ne? Von einem Arena. Gott. Dr. Sloan. Nee. Iron Man. Das Fundament? Hat er nicht gerade noch gekämpft? Ach, egal. Ich glaube, das war doch mal so, dass er auch Epic Games überlegt hat, dass Dr. Sloan auch in Chapter 2 Season 4 reinkommt, aber dann alles schon so war, dass man nicht den nicht mehr reinquetschen konnte. Da war doch irgendwas, oder? Klärt mich noch mal in den Kommentaren auf. Fertig. Hier kommt nochmal. Ja. War jetzt so spannend, diese eine Sekunde. Das war es jetzt auch mit dem Video. Also, das kann man nicht Video nennen. War eher eine kleine Reaction. Ich habe ja auch nebenbei das Update gemacht. Hat 54%. Es ladet nebenbei 56%. Wow, ganz schnell. Ja, Leute, wir sehen uns. Und ich werde jetzt dann vielleicht oder morgen, kommt drauf an, wie es mit dem Schneiden dann wird, ein Video machen, wie ich die neue Season teste. Ich habe mich bisher über den ganzen Leaks, wo sowieso nicht wahr sind, nichts spoilern lassen. Nur mein Bruder hat manchmal angeguckt und ein bisschen gelabt darüber. Aber ich habe sowieso nicht aufgepasst. Also wird das für mich was ganz anderes sein. Wir testen es dann alles noch aus und da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.